Wir freuen uns, dass ihr trotz schon später Stunde und trotz wahrscheinlich zwei intensiven Tagen noch hier seid. Ihr dürft auch gerne schon euren Feierabenddrink natürlich euch zu Gemüte führen hier drin, wenn wir dann gleich jetzt uns den Themen widmen beim Netzpodcast in der Folge 40. Die einen oder anderen werden uns schon gehört haben. Die wenigsten haben vielleicht schon sich eine Vorstellung gemacht, wer das jeweils ist. Sonst seht ihr jetzt hier mindestens drei Leute, die ihr schon oft gehört habt, und einen Gast. Wir kommen dann gleich dazu. Es freut uns sehr, dass ihr nicht nur in einem speziellen Setting heute hier sind, sondern auch mit einer Erweiterung. Es ist unser erstes Mal, dass wir das live machen. Also wir sind zwar immer wahnsinnig nervös, aber heute vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir werden jetzt dann trotzdem das durchziehen, wie wir das sonst jeweils in der Bettwäscherei aufnehmen. Also die wenigsten wissen das wohl, dass das nicht ein professionelles Studio ist, sondern dass alles manuell, wer da hinten ist, so professionell herrichtet. Genau, und heute sind wir live hier und freuen uns. Wir werden euch auch ein bisschen mit einbeziehen in den Podcast selber. Wir wollen das auch nutzen. Aber sonst lasst es einfach mal auf euch zukommen, wie wir das auch tun. Und ihr werdet jetzt dann gleich den Trailer hören, den ihr vermutlich gehört habt, auch schon bei unserem Podcast. Und dann geht's einfach los, wie es sonst auch losgeht. Cloud oder Hardware? Nein. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 40. Episode des Netzpodcasts und zur ersten Spezialausgabe. Spezialausgabe aus drei Gründen. Einerseits strahlen wir diese Sendung außerhalb unseres klassischen 3-Wochen-Rhythmus aus. Zweitens sind wir nicht in unserem gemütlichen Aufnahmestudio, in unserem gemütlichen Büro bei der Digitalen Gesellschaft, sondern auf einer Theaterbühne am Casino Theater in Winterthur. Warum? Ja, es ist der Abschluss des Winterkongress 2024 der Digitalen Gesellschaft und wir wollten uns das nicht nehmen lassen, mal einen Podcast live aufzunehmen. Und es freut uns sehr, hier Publikum im Saal zu haben. Und drittens, ihr seht oder ihr hört heute nicht nur unsere klassischen drei Leute, nämlich Kire, Rahel und mich, sondern wir haben auch noch einen Spezialgast dabei, Guido Berger. Guido Berger ist Leiter der Digital-Redaktion von SRF, also Pass Pessen, in unserem Podcast. Und darum freuen wir uns extrem, dass du hier bist. Und sag doch zwei, drei Worte zu dir, Guido. Ich bin so der Erklärbär beim Schweizer Radio und Fernsehen, wenn es um digitale Technologie geht. Das mache ich schon sehr lange, seit 18 Jahren. Ich hatte gestern mein Dienstjubiläum, 18 Jahre mache ich das schon. Also schon, das war eigentlich schon bevor es iPhones gab und Social Media kam erst später, YouTube war was Neues und ich hatte so das Privileg eigentlich, einen Teil der deutsch-schweizer Bevölkerung durch diese Veränderungen durch zu begleiten eigentlich und das immer zu erklären. Ich habe Geschichte studiert, habe dann später in der IT-Branche gearbeitet. Wenn jemand von euch so Anfang 2000er Jahre bei Ticket Corner ein Ticket bestellt hat online, dann war das meine Software zum Beispiel. bin dann später eben beim Radio gelandet. Ich habe zwei Kinder, zwei kleine Buben und spiele drum etwas weniger Games als früher. Herzlichen Dank, Guido. Und also erklärbar finde ich sehr treffend. Du hast auch den schönen, tiefen Bariton dazu, der passt ideal. Jetzt kommen wir natürlich zum Hauptteil unseres Podcasts in Themen. Wir haben vier Themen natürlich heute vorbereitet. Das eine ist künstliche Intelligenz. War auch hier am Winterkongress omnipräsent. Dann die UNO-Konvention zu Cybercrime, die Aufarbeitung des Angriffs auf die NZZ und zum Schluss ein Update zu AID. Guido, ich darf dir gleich das Wort übergeben für das erste Thema. Gern, künstliche Intelligenz. Da dachte ich mir, frage ich erstmal in die Runde, weil ich an keinen Vorträgen war, aber wer von euch war an einem Vortrag, der irgendwie mit künstlicher Intelligenz zu tun hat? Es gehen praktisch alle Hände hoch im Saal. Sagen wir mal, ich würde sagen, ich kann gleich auf die großen Zahlen. Wer war bei mehr als drei KI-Vorträgen? Ja, immer noch ein paar. Also es ist das Thema, das wahrscheinlich auch hier dominiert hat. Aus meiner Sicht hat das ganze letzte Jahr dominiert. Mein Team und ich, wir haben eigentlich
Etwas ähnlich wie unsere Kollegen aus der Wissenschaft, die die ganze Zeit über Pandemie geredet haben, haben wir sehr intensiv über KI berichtet. Es ist natürlich ein Thema, das wir vorher auch auf dem Radar hatten. Wir haben immer wieder mal über KI gesprochen, aber dann war es immer so ein schwieriges Thema, dass man, wo wir die Kolleginnen und Kollegen überzeugen mussten, darüber zu sprechen auf unseren Kanälen. Und letztes Jahr war es unheimlich dominant. Wie es häufig ist, wenn so Themen in die breite Masse gehen, dann gibt's halt so ein Interesse bei vielen Leuten und dann bricht's auch wieder etwas ein. Und mein Bauchgefühl ist jetzt, dass mehr so eher negative Stimmen lauter werden jetzt in den letzten Monaten. Also dass Leute auch finden, das wird völlig überschätzt und da wird viel zu viel drüber gesprochen. Es ist noch etwa 1,5 Jahre her, seit da ein Google-Ingenieur mal davon gesprochen hat, dass seine KI irgendwie ein Bewusstsein entwickelt hat und sich davor sorgt, ausgeschaltet zu werden. Davon höre ich jetzt nicht mehr so viel. Also umgekehrt scheint es jetzt eher so in eine Richtung zu gehen, wo man einfach ja E-Mails an die Verwaltung schreiben lässt von ChatGPT. Also so tägliche und etwas langweilige Alltagsarbeiten delegiert an die KI. Und deshalb scheint mir das scheint einfach so ein großer Unterschied zu sein, oder? Zwischen wahnsinnig hohen Erwartungen und dann andererseits vielleicht auch etwas Technologie, die noch etwas limitiert ist. Und ich wollte das einerseits hier in der Runde etwas abfragen, wie ihr das so einschätzt. Und ich denke, man könnte es schon auch dann noch ins Publikum rausgeben. Aber vielleicht erst mal hier. Mein Eindruck ist, dass das eigentlich recht gleichzeitig sehr stark überschätzt und auch sehr unterschätzt wird, was die Auswirkungen sind. Und es fällt uns deshalb so als Leute, die das begleiten und erklären sollen, manchmal etwas schwer, das richtig einzuschätzen. Oder wird da jetzt wieder etwas gehypt, wie es vielleicht mit Kryptowährungen eine Weile lang so war? Oder müssen wir uns jetzt wirklich auf sehr große Umwälzungen gefasst machen, die in den nächsten vielleicht 10 Jahren oder so auf uns zukommen? Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Kire, wie siehst du das? Ist es für dich etwas Umwälzendes, ein entscheidender Moment, so wie es zum Beispiel die Smartphones waren? Oder ist es eher etwas, das vielleicht einfach so eine Begleiterscheinung sein wird? Grundsätzlich meine ich, dass es eine große Entwicklung gegeben hat und dass sie auch weitergehen wird. Auch die Diskussionen, die wir jetzt führen, die finden vor allem auch statt seit der Freigabe von ChatGPT 3.5 respektive 4 im vorletzten Jahr. Das war sicher ein großer Sprung, also die generativen KIs. Wie es hier dann irgendwie in der Entwicklung weitergeht, ist aktuell sicher schwierig vorherzusehen. Aber es ist ja nicht die einzige Entwicklung, die stattfindet im Bereich dieser generativen KIs, sondern halt generell, sei das in anderen Modellen in der Industrie oder in der Forschung, beispielsweise auch was die Medizin betrifft. Hier würde ich meinen, dass noch sehr viel Innovation zu erwarten ist und die KI wird definitiv nicht weggehen und sich weiterentwickeln. Ist es etwas, was dich eher besorgt oder etwas, wo du eher Chancen siehst? Ich sehe eher die Kraft der Innovation und der Chancen. Aber wir dürfen die Regulierung nicht vergessen. Also ich erlebe es auch als etwas, das ich finde, ist nicht der Hype-Cycle von Blockchain oder Kryptowährungen, die wir vielleicht in den letzten paar Jahren erlebt haben und die dann irgendwie wieder völlig verschwunden sind. Ich mache es immer ein bisschen an dieser oft zitierten, aber wie ich finde, zu Recht oft zitierten Statistik fest, wie lange es dauert, bis etwas 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat. Und da ist es tatsächlich, sind wir bei ChatGPT viel, viel schneller als beim Smartphone. Und ich erlebe es auch in meinem Umfeld von Leuten, die jetzt nicht sehr IT-affin sind, dass die jetzt trotzdem wirklich ChatGPT schon nutzen am Arbeitsplatz. Microsoft wird das in seine Produkte einarbeiten und dann ist es automatisch quasi das Rollout für Millionen von oder hunderte Millionen von Leuten weltweit, die Microsoft im Büro nutzen. Also ich glaube, da haben wir schon mit etwas zu tun, dass dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr die ganz riesigen überzogenen Erwartungen befriedigen kann, aber das einfach schon sehr stark in unserem Alltag auch verankert wird. Ich sehe es so ein bisschen auch zweiseitig bezüglich Hoffnung oder Doomsday. Also ich glaube, es gibt ganz viele coole Sachen. Ich meine, wir nutzen das, wir können davon profitieren, es erleichtert uns den Alltag.
Gleichzeitig bin ich immer etwas besorgt, wenn es so schnell vorwärts geht, dass wir nicht einmal mehr eigentlich analysieren können, was genau passiert und wie es unsere Welt beeinflusst und welche Werte oder welche Sachen da auch mitkommen, wenn ein ChatGPT oder sonst eine Maschine eine Antwort präsentiert. Also ich denke, da haben wir dann gerade in der Forschung oder auch in der Wirtschaft und in der Regulierung sehr große Aufgaben noch, dass wir da hinten nachkommen. Der künstliche Intelligenz oder Machine Learning und alles dazwischen gibt es ja schon länger, aber wurde vorher vor allem für spezialisierte Produkte eingesetzt, entwickelt. Das Klassische, das jeder kannte, war das automatisierte Fahren, das dann irgendwo einfach eine Ebene stehen geblieben ist, nicht mehr weitergekommen ist, gab es aber nach vielen anderen. Aber ich glaube, der große Unterschied von ChatGPT 3.5 oder diesem generativen Modell ist, man hat es auf der Bevölkerung gegeben und gesagt, macht, was ihr wollt, fragt das Teil, was immer ihr wollt. Und sie haben durch das natürlich die ganze Kreativität der Weltbevölkerung herausgefordert, im Guten wie im Schlechten. Also es kamen ja die kreativsten Ideen und dann natürlich auch die Frage, wie kann man das austricksen, wo findet man Fehler, wie kann man es zu den blödesten möglichen Aussagen zwingen oder wie auch immer, wie kann man die Beschränkungen, die es gibt, umgehen. Ich glaube, das war ein matchentscheidender Faktor, warum das aus der Nerd-Szene oder aus der Spezialisten-Szene herausgebrochen ist und dann rübergeschraubt eben und dann plötzlich auch ein Team wie das deine plötzlich dauermäßig belästigt oder ja eigentlich den Alltag definiert hat. Das war der entscheidende Unterschied. Man hat die Kreativität der Welt herausgefordert. Überhaupt nicht belästigt. Im Gegenteil, es war für uns eigentlich seit längerem wieder mal ein großes Thema, wo wir mit Begeisterung darüber berichtet haben. Im Gegensatz zum Beispiel zu Blockchain, wo es uns immer etwas schwer fiel, ein breites Publikum davon zu überzeugen, warum so viele Leute das jetzt so hochreden in Silicon Valley und wo wir auch immer Angst davor hatten, dass jetzt eben Leute anfangen, ihre Ersparnisse zu vergambeln und solche Dinge, oder? Das war da überhaupt nicht so. Da hatten wir immer das Gefühl, das ist etwas Wichtiges und etwas Spannendes, um darüber zu reden und auch anspruchsvoll, oder? Erklären, wie ein Sprachmodell funktioniert, ist nicht ganz leicht. Das war so die Runde des Podcasts. Ich würde es gerne noch ins Publikum geben, schnell. Wer der Meinung ist, dass KI, so wie sie heute ungefähr auf dem Stand ist, heute eher überschätzt wird, der möge jetzt oder die möge jetzt die Hand heben. Das sind jetzt doch mehr, als ich gedacht hatte. Ich würde sagen, ungefähr die Hälfte. Und das Umgekehrte, wer denkt, dass KI eher unterschätzt wird? Deutlich weniger. Das ist deutlich weniger, ja. Das waren jetzt nur noch so ein wahrscheinlich weniger als 10 Hände, die hochgegangen sind. Okay, also. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, eine Erfahrung, die ich selber auch mache, oder? Am Anfang hat es etwas sehr Magisches, mit diesen Chatbots zu sprechen. Und dann stößt man einfach schnell an Limiten und merkt, Detailkontrolle fehlt. Es ist sehr zufällig, was rauskommt. Vielleicht hat es auch mit dieser Erfahrung zu tun. Kire, du hast mir vorher eigentlich schon die Steilvorlage gegeben für die Frage, die mich interessiert, wie ihr es mit der Regulierung seht. Das ist so die Gretchenfrage für mich. Ich muss sagen, ich bin eher pessimistisch, dass sich das regulieren lässt. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir es ja mit so Blackboxes zu tun haben, wo immer was anderes rauskommt. Ich finde es immer wieder überraschend, wenn man mit Leuten spricht, die direkt an zum Beispiel eben großen Sprachmodellen arbeiten, wie schlecht die manchmal erklären können, warum sich ein Sprachmodell so verhält, wie es sich verhält. Also dieser Blackbox-Charakter ist nicht nur, weil die Firmen nicht sagen wollen, was sie tun, sondern weil sie es manchmal oft selbst nicht verstehen, warum sich die Modelle so verhalten. Und der nicht deterministische Aspekt, also dass die eben manchmal dies und manchmal das rausgeben, was sie tun sollen, damit sie eben sehr menschlich wirken, das macht es schwierig, das zu regulieren, denke ich, weil wir nicht genau wissen, was wir eigentlich regulieren sollen. Und der zweite Aspekt, der mich eher pessimistisch stimmt in diesem Bereich, ist, dass wir zwar einerseits diese ganz großen Sprachmodelle haben, die Unmengen von Rechenleistung und Daten benötigen und deshalb wahrscheinlich nur sehr wenige Unternehmen oder Staaten überhaupt in der Lage sind, so etwas zu betreiben. Dort kann man so den großen regulierenden Scheinwerfer hinrichten und schauen, dass man die unter Kontrolle hat. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele, sehr kleine Sprachmodelle, sehr viele Unternehmen, die spezifisch oder sehr viel Forschung, die sehr intensiv in dem Bereich
Bereich arbeitet, dass auch sehr kleine Modelle mit wenig Daten und wenig Rechenleistung gut genug werden. Und das verbreitet sich völlig unkontrolliert. Und dort scheint, das scheint mir ebenfalls ein Grund zu sein, um eher zurückhaltend zu sein, dass man da mit Regulierung noch viel verhindern kann. Aber vielleicht, das wäre auch wieder etwas, was ich gerne in die Runde fragen würde, wie optimistisch ihr seid. Ihr seid ja eher Leute, die genau das versuchen, oder die versuchen, Regulierung in die Richtung zu bringen, dass es dann sinnvoll ist. Seid ihr da optimistisch oder ist das etwas, das ihr auch schon ein bisschen pessimistischer seht? Also wir haben uns innerhalb der digitalen Gesellschaft vor circa 3 Jahren begonnen, uns konkrete Gedanken zu machen, wie ein Rechtsrahmen für die Regulierung von künstlicher Intelligenz sein könnte oder Automated Decision Making Systems, wie wir sie eher nennen, die Kategorie dieser Anwendungen, und sind dann eigentlich zum Punkt gekommen, und da unterscheidet sich dann auch unser Vorschlag etwas, wie der EU AI Act vorgeht, dass wir sehen, dass wir eigentlich Anwendungen regulieren sollten und nicht Technologien. Also wo die eine Technologie im einen Einsatz höhere Risiken haben kann oder auch sogar inakzeptabel in ihren Auswirkungen für die Gesellschaft einzustufen sind, währenddem dass sie in einem anderen Kontext vielleicht unproblematisch sind. Ich mache ein Beispiel, zum Beispiel Gesichtserkennung auf öffentlichem Grund, dass die Bevölkerung überwacht, also eine Massenüberwachung zu gelten hat, hat sicher ganz andere Auswirkungen und wäre in unserer Betrachtungsweise eine inakzeptable Anwendung. Aber dieselbe Anwendung könnte auch in einer Kunstausstellung beispielsweise Verwendung finden, wo es dann unproblematisch ist. Also der Blickwinkel muss auf die Anwendung sein, also was wird damit tatsächlich gemacht und weniger, was die Technologie darunter ist. Und was wir dann eigentlich gedacht haben, ist, oder wie wir das uns vorstellen, ist eine Mischung aus einem risikobasierten und einem schadensbasierten Ansatz. Also das heißt, dass man zuerst einmal guckt auf die Anwendung, in welche von Größenordnung 3 Klassen sie fällt. Also ist es offensichtlich eine unproblematische Anwendung, also der Staubsaugerroboter, der sich selber trainiert, um durch die Wohnung zu finden, hat wahrscheinlich ein anderes Risiko, weder die Gesichtserkennung, die am anderen Spektrum eben in einer Klasse der inakzeptablen Anwendungen fällt, und dazwischen liegen dann eigentlich die, wo sich die Regulierung tatsächlich darum kümmern sollte, also die unproblematischen, die aber wirklich unproblematisch sind, und dann die verboten sind, und dazwischen gibt es dann entsprechend, das müssen dann Gesetze sein, die das regeln, Informationspflichten und Sorgfaltspflichten, die dann eingehalten werden müssten, und das müsste dann auch ausgerichtet sein eben an die Risiken, die bestehen für die Individuen und die Gesellschaft, und dass man das in dieser Art gesetzlich regeln könnte und sich einhegen lässt, das Risiko. Für mich stellt sich dann eher die Frage, wie wir das im internationalen Kontext dann anschauen. Also einerseits, dass wir uns auf Regeln verständigen und dass dann das eben auch international durchgesetzt werden kann. Das dürfte die große Knacknuss aus meiner Sicht sein. Also ein Aspekt ist, den du erwähnt hast, das ist im Moment eine absolute Blackbox. Und ich glaube, hier jetzt aus Sicht eines Entwicklers oder eines Forschers ist das auch nicht der Idealzustand, weil das ist nicht spannend. Es ist mal spannend, dass es funktioniert, dass man es hinbekommt. Aber der Lerneffekt, einfach, hey, ich habe da eine riesige Box und wenn ich das Richtige reinwerfe, kommt das Richtige raus. Das ist nicht wirklich das, was ein Forscher will. Ich war mal ein paar Jahre in der Forschung. Also die werden meiner Meinung nach wahrscheinlich auch probieren, diese Blackbox in Einzelteile zu zerschneiden, ein bisschen spezialisierte, die dann auch miteinander interagieren, damit sie natürlich noch spezialisierter und noch effizienter werden. Aber das würde dann auch wieder erlauben, die Regulierung eine Spur weit zu vereinfachen. Für mich ist klar, also jetzt so am Anfang, wenn das mehr ein Ausprobieren und mehr häufig Kunstprojekte oder so halbwegs brauchbar versuchen, steht die Regulierung noch nicht zuvorderst. Aber sobald natürlich diese KI einen durchdringenden Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und somit auch das Rechtssystem hat, da muss man es regulieren. Einfach damit es in das Gesamtsystem Gesellschaft, Wirtschaft sauber eingebettet ist. Und das Problem sehe ich hier jetzt im Vergleich zu anderen Technologien. Wir sehen das zum Beispiel auch bei der Gig-Economy, also Uber, Airbnb etc., ist die Frage des Tempos. Also wie lang ist die Phase, wo man wirklich sagen kann, hey, wir wissen noch zu wenig, wie wir regulieren müssen, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, ja, jetzt sind wir aber definitiv zu spät. Also da sehe ich die Problematik, erwischen wir diesen Moment präzise und schnell genug? Dort ist mein Eindruck eben im Moment, dass man
eher eigentlich mit einem sehr hohen Tempo vorwärts macht, wenn man das vergleicht mit früheren Regulierungsmaßnahmen. Und es scheint mir so eine doppelte Wirkung zu sein zwischen, wir haben das damals mit dem Internet grauenhaft verschlafen, lass uns das nicht nochmal so machen. Man gibt so richtig Gas jetzt. Und ich glaube, es hat schon auch direkt mit dem Hype des letzten Jahres zu tun, und eben auch diesen übersteigerten Erwartungen, weil plötzlich Leute Angst davor haben, dass die KI uns alle zu Büroklammern verarbeitet. Also der Druck scheint hoch zu sein. Und ich denke, man kann sich schon auch fragen, ob jetzt nicht noch einfach viel zu früh ist, zu regulieren, und weil man möglicherweise auch Dinge reguliert, die man noch nicht verstanden hat, und dann möglicherweise auch daraus Wirkungen entstehen, die man vielleicht nicht beabsichtigt hatte. Also ich kann vielem zustimmen, was gesagt wurde. Ich finde es nicht zu früh, weil ich glaube, ich würde den Regulierungsbedarf an der Auswirkung festmachen, und da sind wir unterschiedlich weit, finde ich. Aber gerade wenn man sich beispielsweise, wie ich, oft in der Politik bewegt, dann finde ich schon, sind wir an einem Punkt mit Videos und Deepfakes, wo man schon eine echte Auswirkung auf Demokratie annehmen kann. Es gibt ein paar Fälle, die sind in der Regel glimpflich ausgegangen. Aber ich finde, es ist ein heißes Spiel momentan. Und da würde ich nicht sagen, dass man da noch länger warten kann. Ich würde es wirklich auch als zwingend anschauen, dass man die Regulierung angeht, weil ich glaube, eben die Risiken sind je nachdem sehr, sehr groß. Und ich würde da nicht noch zu warten wollen und auch nicht warten wollen, bis die Blackboxes entpackt sind. Ich würde sagen, wenn wir bei dem Thema sind, dann gibt das eigentlich dir den Ball weiter für das nächste Thema, wo es ebenfalls um Regulierung geht. Und ich glaube, es ist etwas ähnlich wenig weit fortgeschritten, Jörg. Danke, Guido. Ja, ich leite gerne über zu meinem Thema. Es hat gewisse Parallelen. Es ist eigentlich nur schon die Frage, wie definiert man künstliche Intelligenz? Auch das ist schon eine Frage, geschweige denn, wie will man das regulieren? Und das ist auch eine Problematik, die im Zusammenhang mit der UNO-Konvention zu Cybercrime eigentlich auch im Raum steht. Die Ausgangslage ist nämlich tatsächlich das, praktisch jeder Staat ist damit einverstanden, dass die Bekämpfung von Cybercrime sehr wichtig ist, weil es ist eine Kriminalitätsform, die sehr schnell, wenn nicht schon fast immer, international stattfindet, also mehrere Rechtssysteme umfasst. Und während jetzt, sagen wir mal, der E-Mail-Austausch oder auch der Päckchen-Austausch relativ gut funktioniert und reguliert ist, ist das bei Rechtsabkommen oder Rechtshilfe über Landesgrenzen hinaus, ist das doch eher schwierig. Also wäre ja ein Abkommen, dass das ein bisschen auf eine gute Grundlage setzt, sehr sinnvoll, damit man vom Gleichen spricht, dass er die gleichen Definitionen hat und auch ein bisschen die gleichen Methoden akzeptiert, was man wann, wie, wo machen darf. Also ist die Idee eigentlich im Raum, und das ist eine sehr gute Idee, eine UNO-Konvention dazu zu machen. Eine UNO-Konvention ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag, der dann schlussendlich in allen Ländern ratifiziert werden sollte. Jetzt diese Idee wurde vor allem Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr diskutiert. Das ist aber nicht das erste Mal, dass über dieses Thema diskutiert wird. Es gibt nämlich bereits die sogenannte Budapest-Konvention aus dem Jahre 2001. Der Urheber dieser Budapest-Konvention, das ist der Europarat. Bitte aufpassen, vom Europarat hört man nicht so viel. Das ist nicht die EU, es ist der Europarat, da ist unter anderem auch die Schweiz dabei. Dort wurde das mal ein bisschen geregelt und ein Abkommen gemacht, damit das besser funktioniert. Es sind dann später weitere Staaten dazugekommen, zum Beispiel USA, Kanada, Australien, Japan, aber zum Beispiel auch Sri Lanka. Es hat Länder in Südamerika, in Afrika dabei. Aber wenn man die Karte anschaut, es sind bei weitem nicht alle dabei. Und auch die Ländergruppe zeigt ein bisschen eine Schwierigkeit der Problematik, wenn man so etwas wie Cybercrime definieren will. Diese Rechtssysteme sind nicht nur unterschiedlich, sondern sie haben teilweise auch einen komplett anderen kulturellen Hintergrund. Jetzt beim Europarat, ich sage jetzt mal die westlichen Länder, das, was vor allem in Europa herumschwirrt, da ist die Ähnlichkeit doch noch relativ stark vorhanden. Das ist ein
ähnlicher Kulturkreis. Klar, jetzt Sri Lanka würde nicht unbedingt hineingehören, aber wir haben wieder ein bisschen ähnlicher. Aber trotzdem, die Mehrheit dieser Länder, die diese Budapest-Konvention unterschrieben haben, verstehen sich relativ gut. Wenn man natürlich jetzt das auf die UNO ausweiten will, dann ist das plötzlich ein viel diverserer Körper, der sich da Einigkeit haben sollte. Und es sollte dann wirklich ein Text sein, den alle unterschreiben können, weil vorher passiert da nichts. Und das ist jetzt genau das, was passiert ist jetzt in diesen Verhandlungen, die eigentlich bis Anfang Februar abgeschlossen hätten sein sollen. Es wurde über alles diskutiert und verschiedene Länder versuchten dann auch noch alles hineinzubringen. Also insbesondere zum Beispiel die einen Länder wollten Blasphemie hineinbringen, dass man keine Götter oder Mohammed werden beleidigt übers Internet. Und ja, das wird gemacht. Und diese Länder finden das ein Verbrechen und möchten das entsprechend als Cybercrime auch definiert haben. Und auch die Frage, was ist Terrorismus oder Extremismus im Allgemeinen? Und man hat sehr schnell gemerkt, dass einige Länder das versuchen zu kapern, um ihr Rechtsverständnis möglichst global anzuwenden. Und die Frage war dann ja wirklich, wie groß gestaltet man diesen Raum? Also der innerste Kern wäre die sogenannten Cyber-Dependent Crimes, also Verbrechen, die eigentlich nur funktionieren können innerhalb vom Cyberraum, die es eigentlich vorher eigentlich gar nicht geben konnte. Zum Beispiel das Eindringen in ein Computersystem, das war vorher so, funktionierte gar nicht, weil es gab es nicht. Dann gibt es etwas größer gefasst die Cyber-Enabled Crimes, also die sehr stark davon profitieren, dass sie jetzt eben virtuell passieren und vorher eigentlich theoretisch machbar waren, aber schlicht und einfach nicht funktioniert haben wegen der Skalierung. Das kennen wir auch ein bisschen in der Überwachung. Eine analoge Überwachung mit Kupferdraht etc. kann man machen, das hat die DDR bewiesen, aber es skaliert nicht. Also der Aufwand ist massiv, um das wirklich im großen Stil zu machen. Hingegen in der heutigen digitalen Welt ist Überwachung, ist ein, böse gesagt, ein Parameter und genügend Harddisk und Prozessoren. Und dann gibt es sogar solche Staaten, die eben finden, es muss alles dazugehören, wo irgendwie IT involviert ist. Also sobald irgendwie ein Teil des Verbrechens über das Handy funktioniert, ja, dann ist es Cyber, es ist es Cybercrime, also gehört es in diese UNO-Konvention. Und dann kommen eben auch diese Begriffe wie Blasphemie, Extremismus oder auch die Frage von Kinderpornografie. Also wirklich, es wurde alles in den Raum geworfen, durchaus mit guten Intentionen, aber natürlich dann kommt wieder die Frage, kriegen wir das je wieder das mal definiert und kriegen wir das jemals so hin, dass alle Staaten das akzeptieren können? Das war jetzt die Definitionsseite. Und jetzt kommt noch die Seite, was dürfen wir dann im Zusammenhang mit der Bekämpfung dieser Cybercrimes machen? Und da kommt die klassische Auflistung aller bekannten Wünsche, das goldene Hintertürchen, also dass Verschlüsselungen vom Staat her knackbar sein müssen. Was dann wieder Fragen gibt, ja, wenn es theoretisch nicht knackbar ist, dann ist das eine verbotene Technologie und wir dürfen nur noch schlechte Verschlüsselungen einsetzen. Es kommen wieder Dinge wie Echtzeitüberwachung, hier hat es vorher erwähnt, Gesichtserkennung etc., Vorratsspeicherung etc. und etwas, was wir in unserem Netzpodcast Ende Januar besprochen haben. Ja, ist ethisches Hacking, ist das jetzt ein Verbrechen oder eine sinnvolle Ausreizung der Gesetzgebung? Also wir sind hier knallhart wieder in einer unübersichtlichen Situation aus verschiedenen Definitionen und Wünschen, die Regierungen haben. Das klingt nicht danach, dass das bald zu einem guten Ende kommt, oder? Also es war wirklich mal angedacht, das bis am 9. Februar 2024 abzuschließen, eine Abstimmung zu haben. Wir haben heute 2. März. Hat irgendjemand von euch da in den Medien etwas dazu gelesen oder überhaupt das bemerkt? Ich sehe Kopfschütteln eher. Ja, man hat tatsächlich das nicht geschafft. Bisher konnten sich die Regierungen weder darauf einigen, welche Delikte die UN Cybercrime Convention erfassen soll, noch auf die genauen Regeln für Zusammenarbeit und Amtshilfe. Entsprechend, die Verhandlungen müssen nun in eine Extrarunde im Sommer, wenn die Konvention noch rechtzeitig vor der nächsten Generalversammlung im September stehen soll. Der Bundesrat würde jetzt sagen, wir werden die Situation intensiv beobachten. Was machen wir mit dieser Ausgangssituation? Oder jetzt du aus deiner Sicht als digital
redaktionsverantwortlich. Was machst du mit so einer Ausgabe? Ist das eine Story? Ist das etwas, wo man aufbauen könnte? Oder ist das so? Da würden wir jetzt noch nicht drüber berichten. Da würden wir jetzt noch warten, bis sich das etwas konkretisiert hat. Da würdet ihr intensiv beobachten und vielleicht Ende Sommer kommen. Im Team sagen wir so, müssen wir jetzt die Bevölkerung warnen. Und da würde ich jetzt sagen, nein, müssen wir noch nicht. Gut, ja, dann ist es wohl tatsächlich Zeit, zum nächsten zu kommen. Wir bleiben aber eigentlich beim Thema Cybercrime oder Cybersecurity. Wer von euch, wer erinnert sich an den Angriff auf NZZ und CH Media vor knapp einem Jahr? Ja, das sind doch recht viele. Sehr gut. Das sind wahrscheinlich die gut Informierten, weil es ist tatsächlich so im Cybersecurity-Bereich einer der größeren und durchaus spürbaren für alle Leserinnen und Leser dieser Zeitung ein spürbarer Angriff. Das war tatsächlich vor knapp einem Jahr, im März 2023. Das war ein Ransomware-Angriff auf die Systeme der NZZ. Diese betraf nicht nur die NZZ selbst, sondern auch CH Media, welche die Dienstleistungen bei der NZZ eingekauft haben. Und diejenigen, die jetzt denken, CH Media, was ist das? Das ist das Mutterhaus oder das Verlagshaus von Aargauer Zeitung, Luzerner Zeitung, St. Galler Tagblatt, diverse kleine Regionalzeitungen sowie regionale Radio- und Fernsehsender. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da mal betroffen seid oder mal in so einem Medium seid oder lest, ist relativ hoch. Was jetzt speziell ist oder wieso es jetzt wieder ein Thema ist, ist, die NZZ hat vor ein paar Tagen einen Bericht veröffentlicht vom Digitaljournalisten Lukas Mäder, den ihr wahrscheinlich auch kennt oder mal von ihm gelesen habt. Und er hatte die Gelegenheit, diesen Angriff als eigener NZZ-Mitarbeiter und gleichzeitig Journalist sehr nahe mitzuverfolgen. Und betroffene Person. Betroffene Person selbst auch, genau. Die NZZ hat ihm hier relativ weit auch Zugriff oder Einblick gegeben und er hat das in einem sehr langen und auch packenden Bericht selbst veröffentlicht vor ein paar Tagen. Und eigentlich ist das ja ein bisschen die Good Practice, wie man so sagt, im Cybersecurity-Bereich, dass man versucht, dann auch irgendwann später transparent zu sein, was passiert ist, was man gelernt hat, und somit auch eigentlich der Community insgesamt zu helfen, diese Schlupflöcher zu schließen. Ich werde nicht hier den ganzen Artikel zusammenfassen, auch die technischen Details natürlich, die sind relativ ausführlich beschrieben, die lasse ich weg. Aber ich glaube, was wichtig ist, auch um das zu diskutieren, ist, es war die Ransomware-Gruppe Play, die ist bekannt dafür, solche Angriffe zu machen. Die hat die NZZ dann auch erpresst. Gemäß Angaben der NZZ selbst im Artikel haben sie nichts bezahlt. Play hat die Systeme der NZZ verschlüsselt und das hat vor allem die gedruckte Zeitung behindert. Und bei CH Media bedeutet das sogar, dass die regionalen Ausgaben, beispielsweise in der Zentralschweiz, wo es eine Obwaldner und eine Urner und eine Luzerner Zeitung gibt und die verschiedene Bünde haben, das war nicht mehr möglich. Also ich komme aus Luzern, ich habe dann ein paar Wochen lang einfach quasi die Urner und die Nidwaldner und die Luzerner Ausgabe erhalten. Das war doch eine, muss man sagen, massive Beeinträchtigung dieses Produkts, auch eine Verschlechterung des Produkts. Was ja tatsächlich auch einen richtigen großen wirtschaftlichen Schaden verursacht hat. Play hat den Domain-Controller verschlüsselt, also das, nur um das auch quasi zu sagen, das war wirklich gravierend. Sie waren etwa 3 Wochen vor dem Angriff selbst zum ersten Mal im Netzwerk, um eine Hintertüre einzurichten und so konnten sie dann auch zuschlagen. Die NZZ sagt dann im Artikel selber auch, es sind menschliche Fehler passiert, es gab mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen, die dann dieses Login durch die Angreifer auch ermöglichten. Was spannend ist, die NZZ hat über ein Playbook für diesen Fall verfügt, also es gab eine Krisenorganisation und ja, wie es dann so ist bei größeren Angriffen, die IT-Abteilung der NZZ war dann über mehrere Wochen im Dauereinsatz. Und ich denke, den einen oder anderen hier im Raum dürfte das auch bekannt vorkommen. Nach 3 Wochen hatten sie dann die Systeme migriert, die neue IT-Landschaft aufgebaut und dort konnten sie eigentlich das Produkt wieder sicher herstellen, ohne die Angreifer quasi noch fürchten zu müssen. Es lief dann auch, diese Zeitungsproduktion lief dann wieder normal. Ja, was dann aber quasi
der größere Schaden zum Schluss war, ist, sie haben nicht bezahlt. Im Darknet wurden ca. 500 GB an Daten veröffentlicht. Und das waren nicht einfach harmlose Zeitungsdaten, sondern das waren sensible Daten von Mitarbeitenden, auch ehemaligen Mitarbeitenden. Und die NZZ hat eigentlich bis zum Moment, wo dann diese Daten im Darknet waren, nicht daran geglaubt, dass diese Daten gestohlen wurden. Sie haben es auch recht lang verpasst, die Mitarbeitenden und vor allem auch die ehemaligen Mitarbeitenden zu informieren. Es war noch eine weitere Kategorie von sensiblen Daten betroffen. Ich komme gleich noch darauf. Aber zuerst mal damals im März oder an April 2023. Das war wahrscheinlich bei euch in der Kaffeeküche von SRF auch ein Thema, oder Guido? Ja, natürlich. Das hat das ist dann halt so etwas näher dran. Oder jetzt in meinem Team war das nicht eine speziell interessante Geschichte, oder weil diese Art von das die wichtigste Cybercrime, das wichtigste Cybercrime-Geschäftsmodell gibt es seit Jahren, sind immer wieder Firmen davon betroffen. In dem Sinn, dass jetzt ein Medienhaus ist, macht eigentlich keinen Unterschied. Es ist einfach ein Unternehmen, oder? Aber natürlich in einem anderen Medienhaus denkt man dann schon darüber nach, sind wir eigentlich wirklich gut aufgestellt? Was wäre, wenn es uns getroffen hätte? Das weiß ich schlicht und einfach nicht. Das ist nicht meine Verantwortung. Aber die Leute bei uns im Haus, die die Verantwortung tragen, die haben sich sicher gefragt, ob bei ihnen die Playbooks auch stimmen und ob man das richtig hat. Was ich konkret weiß, ist, dass ich sofort, eigentlich als wir das gehört haben, wusste, dass jetzt Kollegen, Kolleginnen von mir versuchen, diese Daten runterzuladen, oder? Weil dort könnte ja dann noch eine zweite Story drin sein. Also das ist nicht die Story der Ransomware, sondern hat die NZZ noch irgendwo einen interessanten Flecken auf der Weste oder so. Und ich habe dann eigentlich sofort den Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass sie sehr vorsichtig sein sollen mit irgendwas runterladen aus dem Darknet. Weil wenn ich Cyberkrimineller wäre, dann würde ich genau dort noch etwas unterbringen, um vielleicht noch weitere Medienhäuser zu infizieren. Da hat man dann natürlich entsprechend geschaut, dass das nur an einem Ort und nicht jede Redaktion da selber irgendwas runterlädt. Also so, von dem her, es war so eine Abwehrreaktion einerseits und andererseits auch schon, ja, das ist halt courant normal, oder diese Art von Angriffe seit Jahren. Was auch speziell ist, ist, dass natürlich diese Perspektive von Lukas Mäder im Artikel sehr spannend ist. Also man kann wirklich nur empfehlen, diese Reportage zu lesen. Und gleichzeitig muss man halt auch davon ausgehen, wenn das Haus über sich selbst berichtet, steht wohl nicht ganz alles drin oder nicht alle kritischen Fragen wurden gestellt. Es gibt einen spannenden Inside-IT-Artikel von Reto Vogt, der genau das auch beleuchtet. Auch die Republik hat auch über diesen Fall berichtet, was eben nicht kommuniziert wurde in diesem von der NZZ selbst oder von CR Media. Und da muss man schon ergänzen zu dieser Reportage. Also der Datenverlust, den ich schon erwähnt habe für die Mitarbeitenden, war ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Und der wird zwar am Ende des Artikels von Lukas Mäder abgehandelt, aber relativ lapidar. Die Kommunikation der Konzernspitzen war sehr schlecht, sehr lückenhaft und vor allem auch komplett inexistent gegenüber den ehemaligen Mitarbeitenden. Also da gingen sehr viele Daten raus und die NZZ und CA Media haben es verpasst, die eigenen Mitarbeitenden von früher darüber zu informieren. Dann, was auch sehr speziell ist, gestohlen wurden 425.000 Adressen von Abonnentinnen einer Auslandschweizer Zeitschrift. Also das war auch in diesem Verlagskonglomerat drin. Und 425.000 Auslandschweizerinnenadressen, das ist fast die Hälfte aller Auslandschweizerinnen insgesamt. Und da, das war eigentlich in der Öffentlichkeit sehr schlecht beleuchtet und ich nehme auch nicht an, dass diese Leute informiert wurden. Und was auch noch dazu kommt, ist, CA Media ging in der Berichterstattung über diesen Fall sehr, sehr restriktiv um, beziehungsweise auch sehr krass. Es wurden super provisorische Verfügungen erlangt, dass andere Medien ihre Berichterstattung, die schon rausging über diesen Datendiebstahl, die mussten das schwärzen. Also das betraf beispielsweise die WOT. Die hat sich am Schluss gewehrt. Es gab einen Vergleich. Was genau ausgehandelt wurde, weiß man nicht. Und das bleibt eigentlich alles sehr intransparent. Und
das hinterlässt einem doch so ein bisschen auch mit einem Gefühl, dass wir noch nicht alles von diesem Fall gehört habt. Oder wie schätzt ihr das ein, Jörg und Kire? Wie habt ihr das verfolgt? Ja, eigentlich auch mit zwei Gesichtspunkten, wie du es jetzt auch gerade ausgeführt hast. Also auf der einen Seite ist es jetzt, finde ich es gut, dass dieser Bericht jetzt so von Lukas Mäder geschrieben worden ist, in der Beschreibung, wie der Angriff abgelaufen ist. Dieter Berg hat es vorhin gesagt, im Sinne von, uns ist das schon mehr oder weniger klar, wie sowas abläuft, aber viele Leute wissen das wahrscheinlich nicht, wie auch so die verschiedenen Schritte sind, wie so eine Infiltration für ein Netzwerk irgendwie funktioniert. Vielleicht auch Unternehmen, eher kleinere Unternehmen, die sich den Gefahren eigentlich weniger bewusst sind. Und wenn das prominent in einer NZZ steht, ist das sicherlich nicht verkehrt, um sich das etwas zu vergegenwärtigen, also nicht nur, dass es diese Gefahr gibt, sondern wie sie sich dann auch konkret manifestieren kann und dass man sich entsprechend dann Gedanken macht, wie man sich wehren kann, wehren sollte, wie man sich aufstellt, damit man eben möglichst nicht in diese Situation hineingerät. Aber dann natürlich schon, was du jetzt vorhin, Rahel, noch erzählt hast, was eben etwas untergegangen ist in dieser Berichterstattung, respektive wie sie eben vorgegangen sind gegen die Medien, die dann schon vorgängig berichtet haben und die Berichterstattung, die sie eigentlich unterbinden haben wollen. Für mich sind es auch zwei Aspekte, also den sie meiner Meinung nach recht gut gemacht haben, ist das mit diesem Playbook, die Recovery Strategy, dass sie wieder auf die Beine kommen und nicht irgendwie versuchen, das alte System zu retten, das wahrscheinlich eh komplett verseucht ist. Das wäre wahrscheinlich ein endloser Kampf, den man nie abschließen kann. Also das ist etwas, was man als Firma eigentlich haben sollte, auch wenn mal etwas hardwaremäßig abstürzt. Das kann ja auch ein unbeabsichtigter Schaden sein oder ein physikalischer Schaden, der plötzlich ein ganzes System nach unten reißt. Also Backup ist eben nicht nur Daten, sondern es ist auch die ganze Infrastruktur. Ich finde, das ist gut gegangen und da haben sie, glaube ich, eine Infrastruktur aufgebaut in der 3 Tagen oder 3 Wochen, hast du gesagt, die man sonst in 1,5 Jahren planen würde. Also ich glaube, dort gut und ich finde gut, dass sie das geschrieben haben, damit möglichst viele Firmen sich diesen Punkt auch für sich selber anschauen. Und das andere, was sie schlecht gemacht haben und durch das aber auch wieder gut ist, dass sie das so geschrieben haben, vielleicht nicht ganz so explizit. Wir gehen schon irgendwer davon aus, ja, ich habe meine Firewall, meine Verteidigung gegen außen und innerhalb, das ist doch so eine friedliche Zone, wo alle die gleichen Ziele haben und alles schön ist, da kann ich doch meine Mitarbeiterdaten auch unverschlüsselt hinlegen. Ich habe ja die Zugriffe geregelt, es kann ja nicht gerade jeder drauf schauen und die runter kopieren. Und das ist wahrscheinlich vor allem in einem Unternehmen dieser Größe mit dieser Öffentlichkeitswirkung schon ein bisschen naiv. Also man muss auch erstens mal, es gibt auch Mitarbeiter, die eine Firma schädigen wollen. Also auch dort muss man aufpassen, dass sie nicht irgendwie ein Passwort oder einen Zugang erschleichen können und Daten klauen. Und erst recht natürlich Cyberkriminelle, die natürlich das gezielt wollen. Ich glaube, auch das sollte vor allem größere Firmen halt auch dazu bringen, zu überlegen, wie können sie ihr inneres Reich nochmal sauber unterteilen und auch halt gegen potenziell noch nicht bekannte Angreifer schützen. Also dort hat meiner Meinung nach die NZZ einen Fehler gemacht, aber ich würde jetzt mal kurz behaupten, die meisten Medienhäuser, die meisten Unternehmer über, keine Ahnung, 50 oder 100 Mitarbeiter sind wahrscheinlich etwa gleich naiv unterwegs wie damals die NZZ. Also von dem her, danke, dass ihr reingetreten sind. Hoffentlich lernen andere aus euren Fehlern. Es ist so ein seltenes Beispiel, oder? Das, was wir, früher gab es ja da noch die Melanie, die Melde- und Analysestelle. Jedes Mal, wenn die gesagt haben, es gibt da diesen neuen Fall von Cyberkriminalität, dann kommt der Journalist immer und fragt nach einem Beispiel und dann sagen die, wir können euch keins geben, oder? Die Firmen melden uns diese Vorfälle unter der Zusicherung, dass sie dann nicht in den Medien kommen. Das heißt, wir haben eigentlich nie Beispiele, über die wir berichten können, konkrete Beispiele in der Schweiz. Und das ist jetzt mal so ein Ausnahmefall, wo man es wirklich weiß und wo man schön sieht, wie das Medienhaus NZZ halt realisiert, das ist eben schon auch eine interessante Geschichte, die man erzählen kann. Und eine andere Firma hätte das vielleicht lieber nicht erzählt, egal ob sie jetzt einigermaßen gut aufgestellt waren oder nicht. Man will es einfach nicht
nicht in der Öffentlichkeit verhandelt haben. Und da hat man schön gesehen, dass sie halt trotzdem in den Fingern gezuckt hat, diese schöne Geschichte doch noch zu erzählen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt Schule machen wird oder dass jetzt plötzlich Firmen mehr bereit sind, in der Öffentlichkeit zu erklären, was sie genau gemacht haben und wie es ihnen ergangen ist. Das war jetzt wahrscheinlich diese Sondersituation oder von einem Medienhaus, das angegriffen wird. Und sie hatten, denke ich, auch Glück, dass sie einigermaßen gut vorbereitet waren und drum hinstehen können und sagen, wir haben sehr vieles richtig gemacht. Oder wenn sie hätten zugeben müssen, dass sie viel gröbere oder viel mehr Fehler gemacht haben, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht in der eigenen Zeitung gelesen. Ja, X-Plane war jetzt vielleicht nicht so offen im Rückblick, wie das die NZZ war. Man merkt ja auch, X-Plane war ja auch ein Talk hier heute am Winterkongress. Ich hätte auch in die Runde fragen können, wer war in einem Talk, wo Cybercrime oder Cybersecurity ein Thema war. Dann wären wahrscheinlich auch die Hände hoch. Ja, wir sind an einem Moment, wo viele Angriffe passieren. Die meisten kriegen wir nicht mal mit, aber es poppen auch immer wieder genügend auf, die man in den Medien verhandelt, weniger ausführlich oder ausführlich. Wo stehen wir in diesem Themenkomplex? Wie seht ihr das? Ist das alles irgendwie prekär oder sind wir eigentlich ganz gut gerüstet und haben die Playbook wie die NZZ? Ich glaube, wir berichten jeden zweiten Podcast-Episode über irgendeinen Fall seit 2 Jahren. Also das ist ja schon extrem, was noch an Systemen offen steht und dass wir hier offensichtlich ein Problem haben, ist aber noch nicht wirklich mindestens in der Politik angekommen, respektive was wir jetzt gerade haben, ist eine Revision des Informationssicherheitsgesetzes, des ISG. Und das Einzige, was man sich da wirklich durchgerungen hat, ist, dass es eine Informationspflicht bei erfolgreichen Angriffen auf kritische Infrastruktur gibt. Und alles andere hat man darauf verzichtet. Also dass es vielleicht diese Informationspflicht auch alle anderen Firmen und Organisationen betreffen könnte, dass es auch da wichtig sein könnte, dass man weiß, was eigentlich passiert und was die aktuelle Bedrohungslage ist. Aber dann im Prinzip auch darüber hinaus, also irgendwie, dass man darüber nachdenken würde, dass es irgendwie Mindestsicherheitsstandards geben könnte oder dass es auch so etwas wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum speziell für IoT-Produkte und Ähnliches geben könnte. Also während welchem Zeitraum, dass man weiß, dass die Geräte auch noch mit Sicherheitsupdates versehen werden und eben nicht eigentlich wertvoll oder eine Gefahr für die Öffentlichkeit werden. Und das ist eigentlich im Prinzip eine verpasste Chance. Also man sieht die Fälle, aber realisiert eigentlich nicht, dass das eine sehr große Gefahr ist. Und wenn wir keine Datensicherheit haben, haben wir auch keinen Datenschutz. Also das hängt dann auch nochmals zusammen. Und da besteht meines Erachtens viel Handlungsbedarf. Und den haben wir jetzt gerade verspielt, dass wir eben nicht viele Änderungen im ISG vornehmen oder nicht die notwendigen Änderungen im ISG vornehmen. Also ich würde mir auch wünschen, dass mehr Bewusstsein sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik kommt. Es gab ähnliche Sachen, ich sage mal, das Arbeitsrecht oder der Schutz vom Arbeitsplatz gegen Unfälle oder Schadstoffe etc. Der war in Anfangszeiten, als neue Chemikalien aufgekommen sind, auch nicht sehr gut. Und jeder dachte, ja, das funktioniert und der macht ein bisschen unkoordiniert. Und heute haben wir ein riesiges Regelwerk, der genau diese Sachen klar definiert. Und ich hoffe, dass da auch teilweise von den Eigentümern. Also ich sage, jetzt kommen wir bei Aktiengesellschaften, würde ich mir als Aktionär auch wünschen, dass ich weiß, dass sie das Thema ernst nehmen und nicht nur irgendwie schön im Geschäftsbericht darüber schreiben, sondern dass sie wirklich sich ein Audit machen lassen kann, das wirklich auch scharf ist, dass man weiß, es gibt diese Recovery-Strategien, ja, die Daten werden wo immer möglich verschlüsselt und auch untereinander abgeschottet, so dass eigentlich der Schaden minim ist, weil es wird immer wieder probiert und passiert, genauso wie Veloschlösser immer wieder probiert wird, ob man sie knacken kann, ob sie lose sind oder was auch nicht. Also die Logik des Probierens, die gilt bei allen Verbrechen. Das wird sich hier nicht ändern. Also wir sind noch am Anfang der Lernkurve, definitiv. Vom einen Klassiker zum nächsten. Kire, du hast ein Update zur EID. Ja, dann machen wir noch das letzte größere Thema. Wir hatten auch bereits einen Vortrag von Hans-Peter Öri am Winterkongress heute. Wir möchten aber aus aktuellem Anlass auch im Netzpodcast noch darüber sprechen. Und zwar
gab es jetzt jüngst einige Fortschritte im Bereich des neuen EID-Gesetzes. Vielleicht rückblickend, wir hatten einen Gesetzesentwurf, den der Bundesrat zuhanden des Parlaments vorgeschlagen hat. Der wurde Ende November 2023 vorgestellt. Wir haben diesen in der Folge 35 vorgestellt. Da möchte ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, sondern was sich eben in der Zwischenzeit jetzt ergeben hat. Und zwar gab es in der Rechtskommission des Nationalrats, die haben ziemlich schnell das Geschäft aufgenommen und haben Anhörungen durchgeführt. Da waren ziemlich viele Leute und Organisationen eingeladen. Auch wir waren eingeladen. Ich war selber vor Ort in der Kommission. Und die haben dann in der letzten Woche, also da haben sie eben, im Januar gab es die Anhörungen, in der letzten Woche haben sie das Gesetz dann im Detail beraten in der Kommission und über einige Anträge abgestimmt, die jetzt dann jetzt im 12. März dann bereits im Nationalrat besprochen werden oder dann zur Abstimmung kommen. Wie gesagt, diese Änderungsanträge, die die Rechtskommission ihrem Rat vorstellt, die sind diese Woche veröffentlicht worden. Also wir wissen jetzt ganz genau, welches die Unterschiede sind zwischen dem ursprünglich vorgeschlagenen Gesetzesentwurf dem Bundesrat und das, was jetzt die Rechtskommission ihrem Rat vorschlägt, was sie verabschieden soll. Und da möchte ich jetzt kurz darauf eingehen, was diese Änderungen beinhalten und was entsprechend in dem Sinne auch als Fortschritt erreicht worden ist. Und zwar soll es jetzt so sein, dass die Software der Vertrauensinfrastruktur, also das, was zum Beispiel die App, also die Wallet ausmacht, oder auch die Software, welche die Ausweise verifiziert, die soll nun als Open-Source-Software freigegeben werden. Bis anhin war es im Gesetzesentwurf so, dass sie nur für Testzwecke verwendet werden darf. Und jetzt soll sie unter einer Open-Source-Lizenz gestellt werden. Das ist eine Änderung. Es gibt dann noch weiteren Code und der betrifft das Vertrauensregister. Und das Vertrauensregister, nicht das Vertrauensregister, das ist die Software, welches verwendet wird, um die EID auszustellen, also um auch die Person zu verifizieren, also auch zum Beispiel zu prüfen, ob sich's nicht um einen Deepfake handelt, der hier versucht, eine Identität zu erschleichen. Dieser Code ist noch nicht in dieser Regelung erfasst, die eben auch diesen Bereich als Open Source veröffentlicht werden soll. Es gab wohl einen Vorstoß dazu, aber so wie es aussieht, wurde der zurückgezogen und jetzt möchte aber das Bundesamt für Justiz einen Vorschlag machen, damit eben auch dieser Teil der Software als Open Source unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht wird. Wir werden da aber sicherlich genauer drauf schauen müssen, ob dem so ist, weil das sicherlich jetzt aus Sicht der Behörden eine eher heiklere Software ist. Das zum Bereich von der Veröffentlichung des Codes. Dann gab es Änderungen im Bereich der Erfassung der biometrischen Daten, also die biometrischen Daten, die anfallen, wenn sich eine Person eine EID ausstellen möchte und entsprechend die Verifikation eben geprüft wird, also der Abgleich stattfindet. Ich, die Person, die vor dem Handy sitzt und in die Kamera schaut, und ob das wirklich dieselbe Person ist, die bereits ein Gesichtsbild in der Ausweisdatenbank hat, also wird diese Überprüfung gemacht und dann entsprechend einen Ausweis ausgestellt. Und diese Daten, die da eben beim Ausstellen anfallen, die dürfen jetzt, das ist eine Neuerung, nur noch anfallen oder nur noch aufbewahrt werden oder erhoben werden, wenn es sich um eine Online-Ausstellung der EID handelt und nicht, wenn man physisch vor Ort geht. Das war im Gesetzesentwurf noch offen gelassen worden. Die Idee war, dass man eigentlich offline derselbe Prozess hat wie online, was dann aber tatsächlich ja keine Auswahlmöglichkeit mehr gewesen wäre. Und das wurde jetzt entkoppelt. Also einerseits, dass es wirklich die Offline-Variante gibt und andererseits, dass da eben keine Überprüfung stattfindet und keinen Abgleich mit der Ausweisdatenbank, sondern dass eben geprüft wird anhand des Ausweises und anhand der Person, die erscheint, ist es eben diese Person. Das ist die Sache in dem Bereich der biometrischen Daten. Und was da damit zusammenhängend ist, da hat es
in der Aufbewahrung eine etwas strengere Formulierung bezüglich der Zweckbindung gegeben. Das heißt, dass diese nur noch aufbewahrt werden dürfen zur Untersuchung einer Erschleichung einer elektronischen Identität. Dann gibt es noch eine Änderung im Bereich der Überidentifikation. Auch hier gibt es eine leichte Verschärfung. Das heißt jetzt nur, dass es jetzt eine Abfrage der Attribute möglich ist, wenn es für die Zuverlässigkeit der Transaktion, und das ist jetzt die Änderung, unbedingt erforderlich ist. Also das ist eine leichte Verschärfung vor der Gefahr der Überidentifikation. Das waren soweit die Anpassungen, die gemacht worden sind. Bist du zufrieden? Was wir erreicht haben, wir haben ja seit dem EID-Referendum eine 180-Grad-Wende vollzogen in der Ausgestaltung, in der Ausrichtung der EID. Das war ja schon mal einen sehr, sehr großen Erfolg. Und was wir jetzt machen, das ist in dem Sinn die Feinjustage im ganzen Gesetz. Wir hacken da noch auf Dingen rum. Und es geht auch eigentlich in die richtige Richtung. Also man sieht ziemlich viel Bereitschaft von den Behörden wie auch im Rat, um die Stellschrauben noch so weit anzuziehen, wie es im politischen Prozess möglich ist. Und zwar im Blickwinkel natürlich darauf, dass man unbedingt das Gesetz haben möchte, weil es sich niemand ausmalen möchte, was dann wäre mit der Digitalisierung in den Behörden in der Schweiz, sollte es nochmals zu einem Referendum kommen und dieses durchfallen. Also grundsätzlich können wir zufrieden sein mit dem, was nach und nach erreicht wird. Es ist sicherlich nicht perfekt. Es ist nicht jede Baustelle wirklich oder jegliche Gefahr wirklich gebannt, sei es jetzt in der Verwendung der biometrischen Daten oder der Überidentifikation. Aber ich würde sagen, dass das, was im aktuellen gesetzgeberischen Prozess zu erreichen ist, erreicht worden ist. Also ich finde auch vor allem der Prozess, wie wir da hingekommen sind, ist von allen Seiten her eigentlich vorbildlich. Es war ab dem Moment, wo das Referendum durchgekommen ist, trotz allem, also wir haben ja dem Bundesrat ziemlich eine Klatsche abgeliefert, also, aber es gab trotzdem einen konstruktiven Dialog. Und der Bund hat hier mal einen ganz anderen Weg genommen und die verschiedenen Partner sehr früh einbezogen und sie nach ihren Wünschen, nach ihren Vorstellungen, nach ihrem Zeitrahmen oder was ihren Prioritäten gefragt, und das wurde dann in diesen Prozessen auch abgebildet. Und ich glaube auch, also wenn wir jetzt hier uns als Lobbyisten sehen, und das können wir als digitale Gesellschaft, also wir haben ziemlich viel von dem, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, auch erreicht. Und zwar insbesondere auch eben gegenüber Verwaltung, Behörden und anderen Politiker, die nicht so tief in der Materie sind und nicht die gleiche Position haben wie wir. Und schlussendlich muss es ja, sagen jetzt nicht ganz so schlimm wie bei der UNO-Konvention, wo es einstimmig sein muss, aber trotzdem, wir müssen eine Mehrheitsfähigkeit hinbekommen, die dann auch noch allfällige Referenden erst gar nicht wahrscheinlich macht oder wenn es halt doch so weit ist, diese auch noch überlebt. Also in dem Prozess, muss ich ehrlich sagen, möchte ich allen danken, die dabei waren. Natürlich ganz klar allen Mitgliedern der digitalen Gesellschaften, auch dir, Kire, die du da extrem viel Arbeit gemacht hast, aber auch den anderen Playern hier, die auf der anderen Seite des Tisches gesessen haben. Wenn wir in allen Bereichen solch konstruktive Politik machen würden, dann wären wir verdammt viel weiter. Ich darf gleich weitermachen. Wir leiten über zu den Kurznachrichten und den Fundstücken. Rahel, du darfst anfangen. Ja, ich kann es kurz machen. Der EDÖB warnt mal wieder vor einer Polizeianwendung, und zwar vor der Polizeidatenbank für Bagatelldelikte. Ihr findet in den Shownotes den zugehörigen NZZ-Artikel. Ich möchte auf einen Bericht von Inside IT aufmerksam machen. Und zwar möchte der Bund eine Software haben für Mobilitätsdatenanalyse, aufgepasst für den Katastrophenfall. Es ist ja durchaus sinnvoll, dass in einem Katastrophenfall man gezielt Leute informieren kann. Und ich zitiere hier gerne wieder:
Die gewünschte Lösung soll nahezu in Echtzeit anonymisiert unter Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlichen Vorgaben Informationen zum Aufenthaltsort sowie zum Mobilitätsverhalten von Personengruppen für vordefinierte und frei wählbare Gebiete in der Schweiz aufbereiten und darstellen. Das ist der Text aus der Ausschreibung. Was für ein Behördensprech. Genau, was für ein Behördensprech. So wie es aussieht, kostet uns das SIM so in der Gegend von 15 Millionen. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen mehr. Guido? Ich wurde mit einer Meldung konfrontiert aus Kanada. Da stand an einer Uni oder steht an einer Uni ein Automat, wo man M&Ms rauslassen kann. Der Automat wird von einer Schweizer Firma hergestellt. Deshalb schlug es dann bei uns auf. Und da ist einem Studenten, glaube ich, aufgefallen, dass eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm etwas von Gesichtserkennung sagt. Also die Gesichtserkennung ist gecrashed. Das hat eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm gegeben. Und damit die Leute überhaupt aufmerksam darauf gemacht, dass da möglicherweise irgendwie eine Gesichtserkennung passiert an einem Automaten, der Schokolade verkauft. Der Hintergrund ist, soweit ich es beurteilen kann, eine Firma, die ein Problem lösen will, nämlich dass, wenn man Leuten auf dem Internet Dinge verkauft, weiß man sehr viel über diese Leute und kann darum sehr gezielt Werbung machen und seine Produkte maßschneidern. Wenn man Dinge an einem Automaten verkauft, dann weiß man überhaupt nichts über diese Person, die da vor dem Automaten steht. Und das ist genau die Marktlücke, in die dieser Automatenanbieter dringt und sagt, ne, wir können ein bisschen mehr Inhalte liefern. Wir können zum Beispiel feststellen, ist das ein Mann oder eine Frau vor diesem Automaten, wie alt ungefähr, und dafür brauchen sie dann eben so eine Gesichtserkennung. Die Herstellerfirma sagt, das ist alles DSVGO-konform, da wird nichts übermittelt, das wird alles lokal erledigt. Die Studenten und von dieser Uni haben sich dann trotzdem aufgeregt und die Geschichte kam dann zu uns und mehrere Kolleginnen und Kollegen im Haus haben uns angefragt, ob wir da mehr wissen dazu. Und für mich war es so eine kuriose kleine Geschichte, die über Gebühr Aufmerksamkeit erregt hat, und das scheint mir noch oft so zu sein bei so Datenschutzfragen. Die so ganz grossen Themen wie Massenüberwachung des gesamten Internetverkehrs, des Geheimdienstes. Da berichtet man so ein bisschen nebenbei drüber, weil das ist unangenehm und anstrengend. Und so die kleinen Aperçus, die uns eigentlich überhaupt nicht direkt betreffen, weil es irgendein Automat an irgendeiner Uni irgendwo in Kanada ist, da macht man dann eine große Geschichte draus. Dann habe ich noch eine letzte Meldung und die betrifft die Ortung von Personen via Smartphone und Handymasten oder auch im WLAN-Netz. Da gab es in dieser Woche eine Meldung, dass es WissenschaftlerInnen in Spanien gelungen ist, diese Verfahren der ursprünglich Triangulierung, aber jetzt auch mit der Messung der Signalen weiter zu verfeinern, und dass es da in diesem Verfahren nun möglich ist, eine Person auf wenige Meter genau zu lokalisieren. Das ist ein Artikel, der im Computer World diese Woche erschienen ist. Wir kommen definitiv in die Schlusskurve. Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Auf den Winterkongress möchte ich nicht mehr hinweisen. Den haben wir, oder sind wir jetzt gerade dran, abzuschließen. Auch nochmals von meiner Seite danke alle, die sich beteiligt haben. Es waren sehr spannende Vorträge. Ich freue mich bereits auf die Ausgabe 2025. Etwas früher ist der nächste netzpolitische Abend der digitalen Gesellschaft. Er findet am Donnerstag, 21. März, im Debattierhaus Karl der Große in Zürich statt. Und das Thema ist KI am Arbeitsplatz. Der Gast ist Daniel Hügli von Syndicom. Und es geht wirklich darum, wie verändert KI die Arbeitswelt? Welche Rolle haben die Mitarbeitenden? Was haben sie für Rechte? Wo bestehen Gefahren? Es wird auch Bezug genommen auf eine aktuelle Studie der Uni St. Gallen, die von Algorithm Watch CH und Syndicom in Auftrag gegeben wurde. Mehr Infos dazu auf unserer Webseite am 21. März 2024 im Karl der Große. Und ich bin schon bereits bei der Verabschiedung. Ich möchte dir, Guido, herzlich danken, dass du den Weg zu uns auf dich genommen hast am Samstagabend. Vielleicht hattest du was anderes geplant, aber herzlichen Dank, dass du hier warst. Sehr gern, danke für die Einladung.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.